Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Ich habe ein paar richtig geile Informationen. Sind nur Leaks, noch nicht hundertprozentig bestätigt. Das meiste davon sind Interpretationsfakten von iLoot Games. Ich zeige euch mal einen Fetzen, den habe ich euch in einem meiner Season 5 Leak-Videos schon mal gezeigt. Da habe ich etwas rein interpretiert, was ich jetzt nicht von iLoot Games oder so habe. Nur das Bild habe ich von dem. Und zwar interpretiere ich da etwas rein wie vielleicht ein spezielles Event oder vielleicht einen festen Modus, wo ich darüber gesprochen habe, dass man vielleicht schon mit einer Pistole und einer Rüstung spawnt, wenn man vom Schiff runterspringt oder vielleicht gerespawnt wird und so weiter. So ganz unrecht könnte ich jetzt mit dieser Vermutung gar nicht haben. Vorab, es soll morgen schon mit einem wahrscheinlichen Limited Time Mode Event losgehen. Morgen Abend um 19 Uhr soll bis zum 5. Mai wohl gehen. Alles reine Interpretation von iLoot Game, iLoot Games, der hat aber fast immer recht. Das möchte ich nochmal betonen, das ist ganz wichtig. Und alle paar Tage entwickelt sich dieses Event weiter und das wird richtig, richtig geil, wenn das so kommt. Vorab aber ganz wichtig, ich mache jetzt hier einen kurzen Cut, weil ich noch ein anderes Video vorbereitet habe. Deswegen passt das mit der Anmoderation jetzt nicht ganz. Verzeiht mir das, wenn das jetzt nicht ganz so professionell ist, aber ich möchte euch endlich meinen Kooperationspartner vorstellen. Dazu gleich mehr. Ihr hört jetzt wahrscheinlich nochmal diese Apex-Anmoderation. Nicht nur so ganz passend zu dem Spiel. Es lohnt sich. Es würde mich freuen, wenn ihr euch natürlich diese Kooperation komplett reinzieht. Das Ganze geht nach der Aktion, wenn ich jetzt gleich den Cut mache, 7 Minuten, weil ich euch das vernünftig erklären möchte. Und danach geht es mit den Informationen weiter. Wer halt keinen Bock drauf hat, der skippt jetzt einfach 7 Minuten rüber. Das war's jetzt von mir. Viel Spaß. Ich hoffe, ihr bleibt dran. Es lohnt sich. Glaubt's mir. Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Bevor ich gleich loslege, möchte ich endlich mal die Chance ergreifen und meinen ersten Kooperationspartner vorstellen. Vorab, schaltet nicht gleich weg, falls es euch nicht interessiert. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch es reinzieht, anhört, euch dann eure Meinung bildet, ob ihr das dann gut oder schlecht findet. Ist erstmal dahingestellt. Ich weiß, dass nicht jeder Freund davon ist, weil die meisten schon wissen, was ich hier vorstelle. Ansonsten spult einfach ein Stück weit vor, bis die Apex News dann losgehen. Ansonsten möchte ich euch das Produkt jetzt einfach mal vorstellen. Ich möchte es nicht einfach mal in 30 Sekunden hinklatschen, weil ich möchte es nach meinem besten Gewissen euch erzählen, was ich für Erfahrungen damit gemacht habe. Wenn ich euch das jetzt in ein paar Sekunden nur runterleiere, klingt es unglaubwürdig und ich würde es scheiße finden. Deswegen vorab, die Firma Gamer Nutritions ist auf mich aufmerksam geworden, hat gefragt, ob ich Bock auf eine Kooperation habe. Ich habe es vorab ausgiebig testen dürfen mit meinem Stammmate Schweini, den kennen die meisten aus meinen Livestreams oder Halbsteif, wie er sich auf dem PlayStation Network Account nennt. Und einem anderen Kumpel habe ich das einfach mal ans Herz gelegt, noch in die Hand gedrückt, der hat das auch getestet und wir drei haben es für sehr, sehr gut befunden. Ich zeige euch jetzt erstmal das Produkt, bevor ich ja weiter erzähle. Und zwar ist das die 200 Gramm Dose Insane Skill, nennt sich das Produkt und ist unter oder mit der Geschmacksrichtung Sour oder Sour Cherry Cola, Sauerkirsche Cola. Das ist die erste Geschmacksrichtung. Es gibt vorab leider nur die. Die Firma ist noch sehr, sehr neu auf dem Markt, kann sich aber jetzt schon vor Bestellung nicht retten, was ich sehr, sehr cool finde, was auch für das Produkt spricht. Ich kann euch vorab aber schon sagen, wem vielleicht die Geschmacksrichtung nicht so gefällt, es sind weitere Geschmacksrichtungen natürlich in Planung, in Arbeit. Es wird sich, das ist zumindest meine Vermutung, durch diese ganze Corona-Krise wird es vielleicht ein bisschen schwierig sein, dass das so schnell wie möglich passiert. Was ich auch ganz wichtig finde, dass ihr das auch wisst, deswegen möchte ich das ein bisschen ausschmücken. Mir war wichtig, und das habe ich dem Chef der Firma auch klar gemacht, ich möchte nicht für irgendwas werben, was ich scheiße finde, nicht getestet habe oder was ich später nicht teste. Das ist wie Zigarettenwerbung und ich rauche selber nicht. Das habe ich ihm auch so gesagt. Deswegen habe ich es ausgiebig getestet, für gut befunden und ich werde es weiter benutzen. Und ich werde es so benutzen, dass ich locker, und das ist sehr ergiebig, ich reiche mit der Packung locker ein Vierteljahr. Ich nehme es nur zum Streamen. Ich streame dreimal die Woche. Eine Portion sind 5 Gramm, 200 Gramm sind drin. Ungefähr 40 Portionen sollte man rauskriegen. Man kann sich das auch unter der doppelten Dosis anmischen. Es wird aber ganz klar empfohlen. Erstmal ist es nicht für Kinder geeignet, für Schwangere sowieso nicht. Es wird empfohlen, wenn man es noch nie getestet hat, mit einer Standard 5 Gramm
Core-Portion nennt sich das. Es gibt auch noch Hardcore-Portionen. Das ist die doppelte Dosis. Es wird auch nicht empfohlen, pro Tag nicht mehr als 10 Gramm sich reinzuballern. Ich habe es unter der normalen Core-Portion 5 Gramm getestet mit 250 Millilitern Wasser. Ich finde es absolut geil. Mit 250 Millilitern Wasser soll man es anmischen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass der ein oder andere sagt, boah, der Geschmack ist wirklich intensiv, ist er tatsächlich, knallt einfach ein bisschen mehr Wasser rein und dann schmeckt das nicht so intensiv. Ich habe das eine halbe Stunde vorher mir reingezogen auf X, die 250 Milliliter, so empfiehlt es der Hersteller. Schweini hat es ganz anders getestet und deswegen kann ich euch gleich noch eine andere Empfehlung sagen, wer nicht Freund davon ist, sich das eine halbe Stunde vorher reinzuknallen. Er hat tatsächlich doppelt so viel Wasser auf die 5 Gramm genommen und hat es erst während der Gaming-Session angefangen zu trinken und innerhalb einer Stunde hat er sich das da reingezogen. Das hat auch super funktioniert. Unter erschwerten Bedingungen habe ich es getestet. Ich hatte zwei sehr anstrengende Arbeitstage getrennt voneinander. Spätabends habe ich da noch gestreamt und meistens bin ich da müde und überhaupt nicht bei der Sache. Habe mir das eine halbe Stunde vorher reingezogen und es hat tatsächlich, und ich erzähle euch wirklich keinen Mist, super funktioniert. Natürlich ist das ein Werbevideo. Ich kriege Provision für jede verkaufte Packung. Natürlich möchte ich da kein Geheimnis draus machen. Habe ich schon erwähnt, unter dem Code Casper10 auf der Seite verlinke ich euch natürlich alles in der Videobeschreibung und in den zukünftigen blende ich euch auch ein. Bekommt ihr 10% auf jeden Einkauf und das natürlich immer unter jedem Einkauf, wenn ihr das eingebt. Ich zeige euch gleich auch noch auf der Handyversion, wo ihr den Creator-Code findet. Der ist ein bisschen versteckt. Auf der Browser-Version sieht man das dann sofort, wenn man das alles eingibt. Was auch wichtig zu sagen ist, es ist nicht so, wenn jetzt jemand denkt, ich knall mir das rein und bin dann der beste Spieler der Welt. Natürlich ist das nicht so. Um es mit meinen Worten mal zu beschreiben, stellt euch vor, ihr habt gerade den besten Tag in der Gaming-Session, ihr seid konzentriert, ihr seid fit, ihr seid wach, ihr habt keinen Hunger, ganz wichtig, da bin ich der schlechteste Spieler der Welt. Es hilft euch auf eurem Niveau, dass ihr oder das beste Niveau, das ihr abrufen könnt, was ihr schon habt in einem Spiel wie Apex Legends, hilft es euch, über mehrere Stunden dieses Niveau zu halten, fokussiert und konzentriert zu bleiben. Es ist nicht so, dass ihr euch das reinknallt und dann habt ihr auf einmal übermenschliches Aim. Das ist wichtig. Nicht, dass das jemand denkt. Das möchte ich vorab natürlich erwähnen. Deswegen, über mehrere Stunden hat das astrein gewirkt. Wie gesagt, benutzt ihr das das erste Mal, benutzt bitte erstmal oder versucht es erstmal mit 5 Gramm und übertreibt es nicht und keine 10, mehr als 10 Gramm pro Tag, ganz wichtig. Ich werde das mir 2-3 Mal die Woche beim Livestream reinziehen, mehr nicht. Das ist für mich wichtig. Jetzt zeige ich euch ganz kurz, ich hoffe, dass ich jetzt alles erzählt habe. Wer noch Fragen hat, kann natürlich Fragen stellen. Ich versuche sie zu beantworten. Es gibt natürlich auch eine Instagram-Seite. Ich schaue mal, dass ich die in dem Video auch noch verlinke. Da könnt ihr sicherlich auch die ein oder andere Frage direkt an den Hersteller wenden. Ich möchte hier auch kein Wissenschaftsvideo draus machen. Ich möchte es einfach für mich benutzen. Screenshot Nummer 1, wenn ihr es über die mobile Version direkt, wenn ihr mit dem Handy gerade das Video schaut und geht auf den Link und habt das irgendwann, Moment, das ist das falsche Bild. Ihr habt das jetzt sozusagen, ihr habt das Produkt ausgewählt, habt das jetzt im Warenkorb drin und seid jetzt an dem Punkt Zahlung oder zur Kasse gehen. Und dann seht ihr nirgends, wo ihr den Creator-Code eingeben könnt. So ging es mir und deswegen habe ich den Chef angesprochen und gesagt, wo finde ich den Creator-Code? Ihr müsst hier oben auf Bestellt Zusammenfassung anzeigen klicken. Auf der Browser-Version habt ihr eine zweite Seite, da seht ihr das sofort. Wenn ihr das anklickt, sieht das so aus. Und dann seht ihr hier, in der Mitte steht Creator-Code Gutschein eingeben. Das habe ich hier schon mal gemacht. Da seht ihr Casper10. Und dann seht ihr hier, dass sich der Preis geändert hat. 10% bekommt ihr, wie gesagt. Ist eine feine Sache. Nochmal betont, es gibt bis jetzt nur die eine Geschmacksrichtung. Habe ich eigentlich schon erwähnt, wenn man diese Dose aufmacht. Das ist ein Pulver, ist klar. Habe ich, glaube ich, noch nicht erzählt. Wenn man daran riecht, es riecht eigentlich nicht nach Zimt, es hat aber so einen weihnachtlichen Touch und als ich das erste Mal dran gebrochen habe, hat es tatsächlich so ein bisschen zimtig gerochen. Nochmal betont, ich bin sehr, sehr begeistert von dem Produkt. Wem es nicht gefällt, ich kann damit leben. Es muss ja nicht jeder geil finden, was ich hier bewerbe. Das soll es jetzt gewesen sein. Es ist ein bisschen länger geworden, mir war aber wichtig, dass ich euch so gut wie möglich über das Produkt aufkläre. Das soll es von mir jetzt gewesen sein. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit den Apex Informationen. Wenn die Informationen kommen, habe ich wahrscheinlich andere Kleidung an. Das ist einfach deswegen, weil ich das ein bisschen vorproduziert habe, weil ich noch nicht weiß, wann das nächste Infovideo kommt. Wahrscheinlich am Samstag. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei den Informationen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und lasst mich natürlich auch gerne wissen,
positiv oder negativ? Habt ihr es mal probiert? Habt ihr es bestellt? Es sind übrigens die ersten Bestellungen unter meinem Creator-Code schon eingegangen, was mich sehr, sehr freut. Das war's jetzt. Jetzt geht's los mit den heißen Informationen, ohne Scheiß. Für alle, die gewartet haben, komplett bis hierher geguckt haben, danke dafür. Freue ich mich wirklich sehr. Und zwar, ich blende euch den Fetzen hier nochmal ein. Und zwar habe ich da, wie gesagt, wie ich am Anfang schon gesagt habe, da ein Event rein interpretiert. Jetzt sind mehr Fakten aufgetaucht. Ich habe jetzt leider nicht die Zeit, euch die ganzen Fetzen von iLoot Games hier darzustellen. Ich werde euch aber jetzt sagen, was passieren soll. Wohl aller Wahrscheinlichkeit schon am 24. Um 19 Uhr, sprich morgen, wenn ihr es heute zum Donnerstag noch schaut. Und zwar 19 Uhr geht der erste Limited Time Mode los. Es soll so sein, dass wir ausschließlich, und das soll alles auf dem World's Edge wohl nur passieren, Kings Canyon, es könnte davon ausgeschlossen sein, das ist die Info, die nicht ganz hundertprozentig ist. Wir spawnen die ganze Zeit vom 24. bis zum 27. April nur mit einer weißen Rüstung. Und es soll wohl angeblich so sein, dass wir keine andere Rüstung außer der weißen finden. Wie gesagt, nur auf dem World's Edge wohl, wie es aussieht. Damit der Kings Canyon bringt halt ein bisschen Abwechslung rein. Ob man jetzt das, wenn das ein Event wird, extra anwählen kann, dass man die ganze Zeit 24 Stunden lang nur auf dem World's Edge spielt und nicht in der Map-Rotation landet, das kann ich halt aktuell nicht sagen. Interessanter wird es aber ab dem 27. bis 29. April. Da landet man dann oder startet mit einer blauen Rüstung und Pistolen. Passt ungefähr zu meiner Vermutung, die ich in dem Leak-Video hatte. Dann vom 29. bis zum 1.5. mit Level 3 Schild und Pistolen. Pistolen wird betont als Mehrzahl. Wahrscheinlich hat man eine P20 und eine RE45 oder so in der Hand. Keine Ahnung. Oder eine Wingman. Weiß der Geier. Und man findet, wie gesagt, nur diese eine Rüstungsart oder eben gar keine Rüstung. Irgend sowas. Und ab 1.5. bis 5.5. nur Evo Shield. Ich gehe davon aus, dass es voll gelevelt sein wird. Und wenn nicht, wird das auch sehr interessant. Ich finde es auch mal interessant, wie das skilltechnisch jetzt gebalanced ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel die dritte Stufe habe, wo alle mit einem lila Buddy von Anfang an rumrennen, dann kommt es wahrhaftig extrem auf die Skills an und nicht auf das Glück beim Looten, dass du irgendwo landest, eine lila Rüstung hast, dein Gegner hat vielleicht keins, könnte sich aber eigentlich besser mit einer anderen Waffe wehren als du, hast einfach das Glück, die bessere Rüstung zu haben. Da kommt es vielleicht ein bisschen mehr auf die Skills an, wie beim Grand Soiree Event, da fand ich den Dummy-Mode extrem geil, alle hatten so dieselbe Hitbox, es ging wirklich um Skills, da habe ich wirklich besser geglänzt als im Normalmodus, weil es da wirklich um Skills ging. Das fand ich eigentlich ganz geil, auch wenn das vielleicht der ein oder andere sich so nicht vorstellen könnte bei mir. Das soll es jetzt gewesen sein. Danke für die Geduld. Lasst dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Ich schaffe es morgen leider nicht zu streamen. Ich komme erst am Sonntag zum Kanalmitgliederzocken wieder zum Streamen. Ich hoffe, ihr habt bis dahin schon mal ein schönes Wochenende. Das war's von mir. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.